Wir befinden uns in Gerresheim. Wir befinden uns auf dem Gelände des ehemaligen Gerresheimer Friedhofs, dem Dreherpark. Hier haben wir mit Mitteln des Klimaanpassungsfonds 600.000 Euro den Park ertüchtigt und zeitgemäß hergerichtet. Insbesondere haben wir ihn ökologisch verbessert. Wir haben dafür gesorgt, dass Regenwasser nicht mehr einfach abgeleitet wird, sondern versickern kann. Wir haben dafür gesorgt, dass neue Bäume gepflanzt werden, Zukunftsbäume, Bäume, die auch in diesem Jahrhundert gut weiterwachsen können. In diesem Projekt geht Ökologisches und Soziales zusammen. Wir haben den Spielplatz ertüchtigt, wir haben ihn erweitert, wir haben ihn um eine Schaukelanlage ergänzt, wir haben eine Calisthenics-Anlage nach den Ideen der Jugendlichen entwickelt. Wir haben einen Jugendort geschaffen, da wo sich Jugendliche treffen können. Die Jugendlichen sollen den in nächster Zeit auch noch weiter gestalten. Und der Ort wird ergänzend mit Jugendarbeit bespielt werden. Dazu haben wir den Park nochmal in den Zugänglichkeiten verbessert. Wir haben einen weiteren Zugang geschaffen zur Innenstadt. Wir haben die Wege barrierefreier angelegt, sodass sie für jeden auch gut erreichbar sind.